الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد Alles hoe gebeurt Allah in de welt en Allah's zegen, heil en barmhartigkeit draagt de profeet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ik bezeuge dat es kein Gott gibt als Allah und ich bezeuge dat Muhammad Allah's Diener en Gesandter is. Wir loben Allah subhanahu wa ta'ala dafür, dass uns zum Islam geleitet hat. Hätte uns nicht recht geleitet, werden wir den Weg zur Wahrheit niemals gefunden. Und wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, genauso wie uns zum Islam geleitet hat, dass uns auch auf dem Islam festigt. Denn wenn wir heutzutage anschauen, wie viele Verführungen es gibt, wie viele Dinge es gibt, die einen versuchen, vom rechten Weg abzukommen, kann man nur Allah subhanahu wa ta'ala darum bitten, dass einen vor allem Übel schützt. Liebe Geschwister, auf dem rechten Weg zu bleiben, bedarf es einiger Anstrengungen, einiger Bemühungen, und wir haben uns über manche von ihnen bereits unterhalten, aber prinzipiell gilt, rechtgeleitet wirst du nur sein, wenn du genauso verfährst und genauso vorgehst, wie die Menschen, die vor dir rechtgeleitet waren. Wenn du so vorgehst, wie die Menschen von früher, wie Abu Bakr, wie Umar, wie Uthman und Ali, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen allen zufrieden sein. Und rechtgeleitet wirst du auch nur sein, wenn du dich orientierst an den bereits verstorbenen Menschen, von denen wir wissen, dass sie auf dem rechten Weg gewesen sind. Wie die, über die Allah gut gesprochen hat, besonders die Sahaba radiallahu ta'ala anhum. Und die Propheten und rechtschaffenen Menschen vor der Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eines der Möglichkeiten, wie man Festigung auf diesem Weg erlangt, liebe Geschwister, ist es, freiwillige Gebete zu verrichten. Freiwillige Taten allgemein. Warum? Weil Allah Azza wa Jal sagt in einem Hadith Qudsi, in einem heiligen Hadith, er sagte, es gibt nichts, wodurch sich mein Diener mir mehr nähert, als dadurch, was ich ihm auferlegt habe. Allah subhanahu wa ta'ala liebt von den Dingen, die Allah so gesetzlich gemacht hat, am meisten das, was er zur Pflicht gemacht hat. Allah liebt von dir dein Pflichtgebet mehr als dein freiwilliges. Er liebt von dir deine Pflichtfasten mehr als dein freiwilliges Fasten. Und so weiter und so fort. Allah Azza wa Jal sagte weiterhin in diesem Hadith Qudsi, mein Diener nähert sich mir mit freiwilligen Taten so lange, bis ich ihn liebe. Und was das bedeutet, sagt er jetzt. Wenn ich ihn liebe, dann bin ich das Gehör, mit dem er hört. Und ich bin das Augenlicht, mit dem er sieht. Und ich bin die Hand, mit der er greift. Und dann bin ich sein Fuß, mit dem er läuft, oder sein Bein, mit dem er geht. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und wenn er dann mich um etwas bittet, dann werde ich es ihm wahrlich geben, und wenn er bei mir Zuflucht sucht, dann werde ich ihm Zuflucht gestatten. Und es gibt keine Sache, bei der ich mehr zögere, die ich aber auf jeden Fall durchsetzen werde, als wenn es darum geht, einen gläubigen Menschen sterben zu lassen. Er verabscheut es nämlich zu sterben, und ich verabscheue es, ihm weh zu tun. Dieser Hadith ist in Sahih al-Bukhari überliefert worden. Jemand, der sich also regelmäßig daran hält, freiwillig Gebete zu verrichten, und was der Prophet uns vorgemacht hat an Gebeten, er hat verschiedene Errungenschaften errungen. Die wichtigste davon ist, dass Allah Azza wa Jal ihn liebt. Und diese Liebe Allah subhanahu wa ta'ala zeigt sich darin, dass diese Person, wenn er etwas sieht, dann schaut er es durch den Blickwinkel der Religion. Das heißt, er sieht die Dinge, wie sie wirklich sind. Er sieht die Dinge, schaut sie an, was habe ich davon in diesem Leben und was habe ich davon dann im nächsten Leben. Vielleicht genieße ich von dieser Sache in diesem Leben etwas, aber im nächsten Leben wird dieses Etwas mehr Schaden erleiden. Allah Azza wa Jal, wenn er einen liebt, lässt einen niemals im Stich. Er unterstützt einen. Und das Wichtigste oder eines der wichtigsten Dinge, er erhört einem das Gebet. Allah sagte, und wenn er mich dann um etwas bittet, dann werde ich es ihm gewiss geben. Liebe Geschwister, wir befinden uns jetzt in einem Monat, in dem es die ideale Möglichkeit ist, um diesen Monat auszunutzen, um uns vorzubereiten. Denn der nächste Monat ist Ramadan, es sind noch 2 Wochen bis dorthin. Wir sind im Monat Sha'ban, heute ist ungefähr der 14. Sha'ban. Und in diesen Tagen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam häufig gefastet. Und Allah subhanahu wa ta'ala hilft uns bei diesem Wetter, alhamdulillah, und möge Allah diese Gunsterweisung weiter anhalten lassen bis Ramadan und noch weiter, dass man diesen Tagen einfach fasten kann. Und deswegen, liebe Geschwister, wenn man diese Sache umsetzt,
dann hat man es im Monat Ramadan einfacher und nicht wie manche Leute denken, dann hat man ja zwei Monate gefastet. Nein, die Sache ist umgekehrt. Weil jeder weiß, dass wenn er sich ans Fasten gewohnt hat, dann fällt einem das Fasten immer leichter. Und auch diejenigen Menschen, die jeden zweiten Tag fasten, wie Dawud a.s. gefastet hatte, für sie ist das Fasten zum Alltagsbrot geworden und sie merken manchmal gar nicht mehr, dass sie gar nicht fasten. Liebe Geschwister, die Frage, die wir uns stellen müssen, ist jetzt, was hast du bis heute, das ist die Hälfte von Schaaban vorbei, was hast du vorbereitet für Ramadan? Was hast du an deinem Alltag umgestellt oder was hast du vor, was hast du geplant, was in zwei Wochen geschehen soll? Oder willst du etwa den Ramadan, diesen Gast, möchtest du diesen Gast empfangen, wie jeden anderen Monat auch? Das gehört sicherlich nicht zur Verherrlichung des Monats Ramadan dazu. Was hast du gemacht, damit du im Ramadan, inshallah, möglichst viel Zeit hast, um die Zeit zu nutzen, um Hasanat zu ergattern? Was hast du gemacht, damit du in den letzten Tagen vom Ramadan möglichst viel Zeit hast? Jeder von uns weiß, wenn er in Urlaub gehen will, plant er Monate voraus. Er muss das Ticket kaufen, er muss das Hotel reservieren, er muss weiß ich was mieten. All das macht er Monate voraus. Jetzt haben wir noch zwei Wochen. Was hast du gemacht? Du weißt seit einem Jahr ganz genau, wann Ramadan wieder stattfinden wird und auch wann die letzten 10 Nächte von Ramadan sein werden. Ich denke, es gibt keine edlere Nacht im gesamten Jahr und keine Nacht, für die es sinnvoller und wertvoller ist, sich vorzubereiten, als die Laylat al-Qadr. Eine Nacht, in der du, wenn du sie aufrichtig verbracht hast, deine Sünden vergeben werden und eine Nacht, liebe Geschwister, die dir angerechnet wird, als hättest du 1000 Nächte im Gebet verbracht. Oder 1000 Monate und noch mehr als dies, weil Allah sagte, die Nacht Laylat al-Qadr ist besser als 1000 Monate. Was hast du zum Beispiel deiner Ehefrau gesagt? Wie soll deine Ehefrau sich vorbereiten? Ich meine nicht Essen und Trinken und welche Gäste man einladen soll, sondern ich meine, wie sie sich vorbereitet. Was hast du getan, damit sie sich auch auf den Ramadan vorbereiten kann? Was hast du gemacht, damit sie auch die Zeit nutzen kann im Nachtgebet zu Hause oder in der Moschee noch besser? Was hast du gemacht? Weil du musst deiner Frau auch die Möglichkeit geben, deine Kinder, was hast du vor? Wie sieht dein Alltag aus? Die meisten von uns kommen einmal in der Woche in die Moschee. Die meisten von uns kommen einmal die Woche in die Moschee. Sie kommen zum Freitagsgebet und dann sieht man sie nächsten Freitag wieder. Aber den Monat Ramadan, inshallah, willst du besser ausnutzen als die anderen Monate. Deswegen, lieber Bruder, versuch dich jetzt schon darauf vorzubereiten, soweit es geht. Genauso deine Leute außenrum. Bereite sie darauf vor. Ja, du wirst eingeladen werden. Du gehst zur Einladung hin. Warum nicht? Aber ich muss bei der Einladung nicht 3 Stunden sitzen oder 2. Es reicht auch, wenn ich hingehe zum Iftar und dann gehe ich in die Moschee und dann verrichte ich mein Maghrib-Gebet bzw. mein Isha-Gebet und komme zum Tarawih-Gebet und so weiter und so fort. Das Wichtigste ist, liebe Geschwister, dass man vorhat, jetzt schon, dass man jetzt schon den Plan macht und nicht wartet, bis der erste Tag im Ramadan kommt. Allah sagte, der Monat Ramadan ist der Monat, an dem der Koran herabgesandt worden ist. Der Monat Ramadan ist also der Monat des Koran. Der Monat Ramadan ist der Monat, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam einmal den gesamten Koran Jibril alaihi salam vorgetragen hat. Und Jibril hat ihm erklärt, was der Koran bedeutet und hat ihm das Lesen beigebracht und so weiter und so fort. Und auch wir, in unserer Sprache übersetzt, bedeutet das, weil wir wissen ja nicht, wie er das gemacht hat auf seine spezielle Weise, aber für uns bedeutet das, dass man vorhat, den Koran diesen Tagen zu lesen. Wie oft hast du vor, den Koran zum Beispiel im Ramadan zu lesen? Wie oft hast du vor? Wenn du einmal lesen willst komplett, dann bereite dich darauf vor, dass du pro Tag 20 Seiten liest. 20 Seiten, ein bisschen mehr, weil kann sein, der Motto hat nur 29 Tage. Diese 20 Seiten, wie lange brauchst du dafür? Halbe Stunde, Stunde, plan sie ein. Lass nichts dazwischen kommen in dieser Zeit. Und so weiter und so fort, liebe Geschwister. Den Koran zu lesen, zu lernen, auswendig zu lernen, darüber nachzudenken. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat auch den Koran, hat auch die Bedeutung des Koran im Monat Ramadan gelernt. Auch ein Tafsir in die Hand nehmen, der einem zur Verfügung steht, um darüber nachzusinnen, was Allah subhanahu wa ta'ala eben sagt. Und zu guter Letzt möchte ich noch darauf hinweisen, dass Allah subhanahu wa ta'ala diese Religion vervollkommnet hat. Diese Religion ist hundertprozentig vollkommen. An ihr fehlt nichts. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist vertrauenswürdig.
Er hat den Koran und den Islam vom vertrauenswürdigen Engel empfangen. Nichts hat er ausgelassen. Nichts hat er für sich selbst behalten. Alles Gute hat er uns darauf hingewiesen. Vor allem Schlechten hat er uns davor gewarnt. Es gibt nichts, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam vergessen hat zu überbringen. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat uns das, was er überbracht hat, auf beste Art und Weise vorgelebt. Und deswegen, liebe Geschwister, wenn wir daran glauben, dass der Islam vollkommen ist, steht es niemandem zu, in die Religion irgendetwas hinzuzufügen oder von der Religion irgendetwas wegzunehmen oder aus der Religion irgendwas auszutauschen. Die Religion, liebe Geschwister, Allah sagt über sie, heute habe ich euch eure Religion vervollkommnet und meine Gnade an euch vollendet. Diese Religion, liebe Geschwister, wer sich da genau daran hält, wie sie beliefert worden ist, er wird erfolgreich sein. Und jeder Mensch, der etwas an dieser Religion verändert, und jeder Mensch, der an dieser Religion etwas hinzufügen möchte, auf ihn lastet Allahs Fluch. Verflucht sei er bis zum Tag der Auferstehung. Durch den Fluch Allahs, durch den Fluch der Engel, durch den Fluch aller Menschen allesamt, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam es gesagt hat. Und wer etwas in der Religion hinzufügt, möge Allahs Zorn auf ihn sein, möge Allahs Abscheu und Hass auf ihn verweilen, bis an den Tag, an dem er Allah subhanahu wa ta'ala antrifft. Warum? Weil die Religion, liebe Geschwister, ist das Wertvollste, was wir bekommen haben. Und jemand, der etwas daran verändert, ist nicht besser als die Juden, die Christen, die das gemacht haben, was man heutzutage sieht mit ihrer Religion. Nichts ist fast übrig geblieben von dem, was Isa und Musa alaihi salatu wasallam überbracht haben. Nichts. Nicht einmal der Tawhid, nicht einmal La ilaha illallah ist übrig geblieben von dem, was Isa alaihi salatu wasallam jahrelang gepredigt hat. Möge Allah subhanahu wa ta'ala das Frieden auf ihm weilen und möge Allah mit ihm zufrieden sein. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, und ich weise darauf speziell hin, weil heute ist ungefähr der 14. Sha'ban und manche Leute, wal'iyadu billah, sie glauben, dass sie Allah subhanahu wa ta'ala sich ihm nähern können durch Dinge, die Allah subhanahu wa ta'ala nicht gesetzlich gemacht hat, für die es keinen authentischen Beweis gibt. Aber manche Leute lassen, und zwar geht es um das, dass man speziell in der 15. Nacht von Sha'ban nachts betet oder Dhikr macht oder sonst irgendetwas. Wer das macht, hat etwas in der Religion gemacht, was Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht gemacht hat. Und wer behauptet, dass er Muhammad sallallahu alaihi wasallam liebt, und dann macht er etwas anderes, als was er sagt, was soll das? Ich meine, jeder von uns, der verheiratet ist, kein Mensch von uns ist perfekt. Jeder von uns weiß, dass er manchmal zu seiner Frau sagt, ich hab dich lieb zum Beispiel. Aber seine Tat widerspricht manchmal dem, was er sagt. Dann sagt die Frau zu einem, wenn du mich wirklich lieb hast, dann mach für mich das und das. Und in Wirklichkeit merkt man, jeder weiß, wenn er ehrlich ist zu sich selbst, dass die Tat übereinstimmen muss mit dieser Aussage, wenn man jemanden sagt, dass er einen liebt. Und ganz besonders, wenn es um den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam geht. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, und das ist die Warnung schlechthin im Koran al-Karim, Allah sagte, haben sie, auf Arabisch erstmal, أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهِ. Haben sie etwa Teilhaber, die ihnen gesetzlich gemacht haben, von der Religion, die inneren religiösen Elementen gesetzlich gemacht haben, was Allah nicht erlaubt hat? In der Religion brauchst du eine Erlaubnis von Allah subhanahu wa ta'ala. Du kannst nicht einfach was machen. Auch wenn jemand dir etwas gesagt hat, der einen Turban trägt. Auch wenn jemand dir etwas gesagt hat, der Kleidung trägt wie die Kleidung eines Gelehrten. Auch wenn jemand dir etwas sagt, der im Fernsehen auftritt. Und das ist das Problem. Und viele Menschen verstehen nicht, warum man warnt vor dem, was im Fernsehen kommt. Weil viele Menschen verstehen nicht. Viele Menschen denken, dass wenn jemand im Fernsehen kommt und die Kleidung eines Gelehrten trägt, den Umhang und die Kopfbedeckung, dann ist er ein Gelehrter. Und es wird einfach alles geschluckt und akzeptiert, was er sagt. Aber man macht sich nicht bewusst, dieser Mensch kann auch. Es gibt drei Arten von Gelehrten. Vielleicht gehört er zu einer der anderen beiden Kategorien. Und deswegen, liebe Geschwister, sei man davor gewarnt, wenn man irgendetwas hört, dass man einfach danach macht. Du gehörst zur Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und zur Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehört man durch seine Taten und durch seine Aussagen, durch seinen Glauben und nicht dadurch, dass man zu seiner Zeit gelebt hat. Und Allah subhanahu wa ta'ala mit uns allen zufrieden sein und uns festigen auf seine Religion. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad.